Auf dieser Kollaborationsfläche haben wir 4000 Quadratmeter, die den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen für kreative Arbeit, Austausch. Und auch das ist für mich New Work, dass man praktisch jeden Tag zur Arbeit kommen kann und selbst bestimmen kann, wie möchte ich heute eigentlich arbeiten? Brauche ich heute Ruhe? Arbeite ich heute mit einem Team zusammen? Sind wir eher kreativ unterwegs? Haben wir eher ein ganz normales Meeting? Und für all diese unterschiedlichen Anlässe stehen hier Räume zur Verfügung. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit diesen modernen Raumkonzepten und auch Arbeitsplatzkonzepten. Unserer Erfahrung nach gibt es da auch keine One-Fits-All-Lösung, sondern die konkreten Ausgestaltungen, die hängen ganz stark von den Teams und auch von den Bereichen bei uns ab. Wichtig dabei ist, dass man die Ways of Working der jeweiligen Teams, aber auch die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei berücksichtigt und in das Gesamtkonzept mit einfließen lässt. Das ist aus unserer Erfahrung heraus dann auch ein Erfolgsfaktor. Fünf Tassen täglich, der Tchibo Podcast. Moinsen, liebe Kaffeefans, hier geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Und dann die ewige Frage, Espresso oder Filterkaffee? In diesem Tchibo-Podcast verspreche ich mit inspirierenden und vor allem motivierenden Gästen über einen nachhaltigen Lifestyle. Ja, wir reden zum Beispiel über Ozeanplastik, politische Wendungen, NGOs und Tchibo-Filialen, zum Beispiel in Berlin-Marzahn. Ja, dazu gibt's dann auch die besten Kaffeerezepte. Ich bin Ralf Potzus und ich melde mich heute aus Hamburg. Eimsbüttel, hier mitten im Eimsbusch bin ich, von einer der bislang größten Baustellen, die jetzt keine mehr ist. Ja, eine Baustelle weniger in Hamburg, Haken dran, auch schon mal gut. Direkt aus der neuen Beiersdorfstraße. Bis vor wenigen Wochen hieß die noch Troplowitzstraße. Ja, aber das kann sich ja auch keiner merken. Beiersdorfstraße ist eingängiger. Aber okay, Troplowitz merken sich natürlich trotzdem alle, die bei Beiersdorf arbeiten oder sich mit Geschichte ein bisschen auskennen. Denn dem Apotheker Oskar Troplowitz, den haben wir zum Beispiel Nivea zu verdanken. Eucerin und auch Leukoplast, den Labello oder auch Tesafilm. Ganz schön viel. Sprechen wir nachher auch noch drüber. Das ist nämlich einiges, was hier aus dem Hause Beiersdorf kommt. Ja, googelt gern mal Oskar Troplowitz. Und ich stehe jetzt hier mitten im super neuen, frischen Beiersdorf Headquarter. Beiersdorf ist die Schwesterfirma von Tchibo. Das weiß auch nicht jeder oder jede. Zeit für einen Ausflug auf diesem neuen Gelände. Und ich begrüße dazu Johanna Spatz und Christoph Männer, beide New Work-Experten. Es geht heute auch um die Zukunft der Arbeit, zumindest die der Kaffee- und Nivea-Spezialisten. Hallo ihr zwei. Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Beiersdorf Campus. Hallo Johanna, hallo Ralf. Ich freue mich, hier zu sein. So, hier wurde jetzt alles modern umgebaut und es riecht auch noch richtig neu. Das finde ich immer so toll, wenn das so neu riecht irgendwie. Ich könnte mich stundenlang auch in neue Autos und neue Gebäude setzen, einfach nur um zu riechen. Jetzt gibt's doch auch hier bei euch gleich eine Kaffeebar, oder? Wo ist die denn, Johanna? Absolut, die ist im Erdgeschoss, direkt, wenn man reinkommt, unser neues Working Café. Und da gibt's natürlich auch Tchibo-Kaffee und ich würde sagen... Was für ein Zufall, ja. Heute muss ich den gar nicht mitbringen. Aber das ist auch schon ein schöner Raum, wo wir jetzt hier gerade sind. Der ist sehr groß, er ist orange und es ist ein riesenblaues Bullauge in der Mitte. Neben so ein paar kleinen Mini-Konferenztischen und einem sehr, sehr schönen, langen U-Sofa, wo man sich mit 2 oder auch mit 100, je nachdem, wie eng man hier zusammensitzen möchte, sich das gemütlich machen kann. Was ist das für ein Raum? Also für mich persönlich ist das mein absoluter Lieblingsraum. Ich liebe die Atmosphäre hier. Er ist auch ein sehr Instagrammable Raum, wie wir das immer nennen. Sehr ästhetisch. Man möchte so ein Selfie machen hier, ne? Genau, dazu soll es inspirieren. Und ich persönlich assoziiere mit dem blauen Bullauge, wie du es genannt hast, unsere Nivea-Dose. Ah. Das ist nämlich ein großer blauer Kreis, der von hinten angeleuchtet wird, vor dem schönen U-Sofa. Und ist das jetzt die Nivea-Tube, die runde, die ganz kleine, die nächstkleine, die mittlere oder diese Riesenbox, mit der man jemanden auch mal echt hauen kann? Das hier ist natürlich die absolute Riesenbox. Ah ja, sehr schön. Okay, ja, jetzt stelle ich mir diesen Schriftzug da in der Mitte vor, dann passt das total cool. Ja, schöner Raum, wir gehen mal direkt weiter. Und da sieht es dann auch schon sehr nach Kaffeebar aus. Das hier ist eine Küche, bei der man sich zwischen Meetings einmal schnell einen Kaffee holen kann. Aber wir gehen jetzt einmal runter an unsere Barista-Bar. Super, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl wahrscheinlich, ne? Wir sind ja sportlich, wir nehmen die Treppen. Ja, auf jeden Fall. Christopher, schaffst du das auch? Absolut, ja. Wir gehen runter, Christopher. Ja, runter geht sowieso immer einfacher. So. Wie groß ist das insgesamt hier? Ihr habt jetzt wie lange gebaut und wie viel Quadratmeter bewohnt ihr jetzt hier bei Beiersdorf in Eimsbüttel?
Also, unsere Gesamtfläche vom Campus entspricht ungefähr der Größe von über 12 Fußballfeldern. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Kann man langsam schon im Saarland auch messen dann. Ne? Wie viel Saarland ist jetzt Beiersdorf? So, jetzt gehen wir hier durch nach unten. Wir sind im Geschoss 0B. Für alle, die auch mal hierher möchten. Genau, wir haben sozusagen die Querstreben buchstabiert, um sich ein bisschen orientieren zu können. Also wir waren jetzt gerade im B-Flügel und laufen jetzt auf unsere Centerbar zu, wo man sich frischen Barista-Kaffee und gesunde Snacks holen kann. Oh ja, hier gibt's ja, das ist ja wie eine ganze Bäckerei. Also hier gibt es auch ganz viele Teilchen, Croissants, es gibt belegte Brötchen. Wir haben hier ganz viele Getränkeangebote. Es gibt dort auch frische Suppen, die man sich holen kann und auch Salate. Klasse. Aber wir starten jetzt, würde ich sagen, mit einem Kaffee. Worauf hast du am meisten Lust? Kaffeekrämer. Kaffeekrämer. Und du, Johanna? Bei mir wird es ein Hafer-Cappuccino. Hallo, Lisa. Hallo. So, es gibt hier zwei Wünsche von unseren beiden Kaffee-Fans, Johanna und Christopher. Was möchtet ihr denn gerne trinken? Ich hätte gern einen Kaffeekrämer, bitte. Einen ganz schwarzen, ein ganz ohne schwarzen, alles. Einen ganz schwarzen, ohne alles. Zu kriegen. Willst du eine kleine Tasse oder einen großen Becher? Gerne eine große. Kriegst du. Super. Und für mich der übliche Hafer-Cappuccino. Oh, meine liebe Johanna, die trinkt einen kleinen Cappuccino mit unserer alternativen Hafer-Drinkmischung. Ja, total klasse, dass die Kollegin hier deine Lieblingskaffeesorte schon gekannt hat. Also ihr seht jetzt hier gerade, der Kaffee läuft durch. Der große Kaffee für den Christopher. Nicht kleckern, Lisa, ich habe das genau gesehen. Das ist nur die Tasse, die ist einfach definitiv zu breit dafür. Ja, da geht dann noch mehr leckeren rein. Kaffee. Ja. Und jetzt mache ich gleich die Hafermilch warm, die für dich und für die Johanna fertig gemacht wird. Super. Es wird jetzt ein bisschen laut. Ja, macht nichts, kennen wir ja. Okay, dann los geht's. Eine Originalmaschine heißt auch einmal dampfen. Lass es raus. Voilà. Wow, sieht richtig lecker aus. Christopher. Wow, vielen ein Dank. Ein tiefer, schwarzer, reinlicher Wachauf-Kaffee. Fantastisch. Vielen lieben Dank. Für den Moderator einmal gleich auf Ex und Top. Super, ja. Johanna, viel Spaß damit. Danke dir. Danke, Lisa. Und viel Spaß im Campus. Vielen Dank, Lisa. Gerne. Dann setzen wir uns doch jetzt einfach mal hier hin. Hier ist ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr blaues Sofa. Auch wieder so ein U-Format. So vielleicht, oder? Ja. Ich komme mal weiter zu euch. Klar. Aber auch im Beiersdorf blau. Super. Wenn ich jetzt so an die Decke gucke, dann ist es nicht blau. Dann sage ich mal, es gibt verschiedene Facetten von Hauttönen hier. Das sieht dann auch sehr angenehm aus. Total. Und das ist ein Grundthema, das sich durch das gesamte Gebäude ziehen wird. Wir sehen immer wieder verschiedene Facetten von Haut, verschiedene Blautöne und auch sehr viel Holz für eine sehr natürliche Atmosphäre. Du bist unsere heutige Gastgeberin, Johanna Spatz. Willkommen nochmal bei 5 Tassen täglich. Schaffst du auch die 5 Tassen? Das ist jetzt schon die erste, die ich jetzt als Zeuge hier mit wahrnehme. Gab es schon weitere Tassen heute, folgen noch mehr. Das ist richtig. Heute ist das meine zweite und normalerweise bleibt es auch bei den 2 an einem längeren Arbeitstag vielleicht dann auch mal 3. Nach einer Dusche und gute Laune Musik am Morgen, da berät dann Johanna bei Beiersdorf Teams zu strategischen Personalfragen. Team- und Organisationsentwicklung, das steht bei dir auch noch ganz fett als Programmpunkt immer an. Und aktuell betreut Johanna die globalen Marketing- und Digitalteams von Nivea. Ja, und in ihrer Freizeit reist Johanna gerne. Und im letzten Jahr, da war es richtig krass, da bist du von Mexiko bis Panama nur mit dem Bus und dem Van gereist, ganz ohne Fliegen, extra bewusst halt. Bist du stolz, uns jetzt hier den neuen Campus präsentieren zu können? Ja, super stolz. Wir haben lange auf den neuen Campus gewartet und sind super happy, jetzt hier eingezogen zu sein. Und letztens meinte eine Mitarbeiterin zu mir etwas. Sie meinte, es fühlt sich jetzt an wie das Headquarter von einer internationalen Firma und das kann ich total bestätigen. Es ist eine super schöne offene Atmosphäre, wenn man hier reinläuft. Man läuft auch immer wieder neuen Kollegen und Kolleginnen über den Weg und ja, wir sind alle super, super happy, haben das auch groß gefeiert mit dem Opening im September. Und genau, sind jetzt immer noch dabei, unseren neuen Campus zu erkunden und uns hier einzuleben. Beiersdorf, jetzt international, vom Feeling her, war schon immer international. Ganz interessant, der Taxifahrer, der mich hierher gefahren hat, der hat gesagt, er war früher Hippie. Der hatte so seine wilde Zeit in den 80ern. Und da war der in Indien, ganz weit weg, in irgendeinem Dorf. Und ich habe dann nur gemeint, ich fahre jetzt zu Beiersdorf. Und dann hat er gesagt, ja, und genau in diesem Dorf, da gab es nur so einen schrammeligen Laden, aber
Da hatte dann ganz stolz der Besitzer von dem Laden, als er gehört hat, der kommt aus Deutschland, eine Nivea-Tube in die Höhe gereicht und hat gemeint, hier, das ist doch Deutschland. Damit grimmt sich meine Frau ein. Also ja, sehr international, auch früher schon. Absolut, wir sind eine globale Marke. Nur jetzt eben sieht es halt auch so aus mit diesem neuen Campus, das ist sehr schön. Ich habe ja auch schon mal eben erzählt, dass du letztes Jahr ein bisschen weg warst. Panama oder Campus? Wo zieht es sich denn jetzt so demnächst wieder lieber hin? Also ganz gemeine konkret. Gemeine Frage jetzt hier, ne? Deine Chefs hören zu. Also ich liebe den Campus, ich liebe die Möglichkeiten, die wir hier haben und insofern kann ich mich dann natürlich nicht entscheiden, aber ganz demnächst wird es mich tatsächlich nochmal kurz in den Urlaub, zumindest in die Nähe von Panama ziehen. Wo geht's da hin? Nach El Salvador und nach Nicaragua. Ja, super cool. Berichte mir bitte davon, ja. Ich liebe das auch. Und wichtig vor allem für alle, die jetzt zuhören, wir latschen jetzt hier nicht durch den Beiersdorf Campus, weil wir immer nur erzählen wollen, oh, das sieht aber toll und neu gebaut aus. Wir reden heute über das Thema New Work und wie das so ankommt und was man strategisch bei einem Unternehmen, bei einer Firma jetzt auch machen sollte, damit sich alle Mitarbeitenden dort richtig wohlfühlen. Damit auch jeder und jede von der modernen Büroarbeit profitieren kann. Deswegen komme ich jetzt auch zu Chibomann Christopher Männer. Du trinkst mehr Tassen am Tag, als dieser Podcast seinen Namen hat. Ja, das stimmt. Also ich trinke bis zu 6 Tassen Kaffee am Tag. Und das ist jetzt heute meine 4. Also ich bin auf dem besten Weg, da auch wieder hinzukommen. Hast du so eine Strichliste? So, oh, 2 darf ich nur noch, verdammt. Nee, tatsächlich nicht. Das hat sich mittlerweile so in eine Routine eingebettet, dass ich eine Strichliste gar nicht benötige. Nach seiner ersten Tasse Kaffee am Morgen kümmert sich Christopher dann bei Chibo um die Bereiche Employer Branding und Recruiting sowie Personal- und Organisationsentwicklung. Und dabei fordert auch ihn der Fachkräftemangel und der immer stärkere Wettbewerb um die besten Talente heraus. In seiner Freizeit rennt und sprintet Christopher am liebsten durch Hamburg. Aktuell trainiert er für seinen 2. Marathon. Und das ist interessant. Ich hatte schon mit sehr vielen Chibo-Männern und Frauen ja das Vergnügen. Viele sind irgendwie echt immer am Laufen und machen irgendwie sich für den Marathon fit. Seid ihr so eine Chibo-Crew vielleicht so? Das Muster ist mir jetzt tatsächlich noch nicht aufgefallen. Nur eine kleine Korrektur. Der 2. Marathon hat tatsächlich schon stattgefunden. Den bin ich Ende September in Berlin gelaufen. Aktuell trainiere ich für den 3. Ja, wow. Das habe ich auch alles hier von meinem Spickzettel hier abgelesen. Ja. Vielleicht ist er einfach auch schon 4 Jahre alt. Ja. Möglicherweise. Ja. So, du bist bei Chibo auch für New Work zuständig. Was machst du da ganz genau? Also ich bin bei Chibo für das Talent Management zuständig, kümmere mich einerseits mit meinem Team um das Recruiting, also um die Einstellung neuer Talente, aber eben auch um die Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung, um alle Chibo-Ausbildungsthemen, die wir über unseren Chibo-Campus gestalten. Und da ist das Thema New Work natürlich auch ein sehr relevantes für uns. Jetzt ist New Work so ein Buzzword. Kannst du es nochmal genau erklären, definieren? Was bedeutet das eigentlich? Ja, also ich glaube, dass es auch gar keine eindeutige Definition dafür gibt. Für mich bedeutet New Work eine moderne Arbeitsumgebung, die Flexibilität am Arbeitsplatz, Eigenverantwortung, Zusammenarbeit, aber auch persönliche Weiterentwicklung fördert. Ja, ich glaube ebenfalls, dass es gar keine allgemeingültige Definition von New Work gibt, sondern dass es eigentlich aus verschiedenen Facetten besteht, unter anderem eben neues Arbeiten in Bezug auf Arbeitsflächen, zum Beispiel mit dem neuen Campus, Remote Work, Home Office, aber auch in Bezug auf Zeit, neue Arbeitszeitmodelle, Sabbaticals, Teilzeitmodelle, Jobshares und darüber hinaus auch wirklich das Mindset, das dahinter steht. Eine höhere Eigenverantwortung des Einzelnen, stärkeres Arbeiten mit einem eigenen Sinn erleben, was natürlich auch neue Herausforderungen für Mitarbeitende, aber auch für Führungskräfte darstellt. Christopher bei Chibo, Johanna bei Beiersdorf. Wie seid ihr, Chibo und Beiersdorf, eigentlich jetzt verwandt? Erzählt das mal allen, die das noch gar nicht wissen. Also wir gehören, also Chibo und Beiersdorf gehören beide der ja darüberliegenden Muttergesellschaft der Max Invest AG an. Wir sind also sozusagen Schwesterorganisationen. Wir drei sprechen jetzt über New Work, Homeoffice oder Büroflächen nutzen, Arbeitskultur nach Corona, Work-Life-Balance, Boomer versus Gen Z. Ja, und dann gucken wir mal, wo unsere moderne Arbeitsreise noch so hingeht. Dann brechen wir jetzt mal auf und schauen uns hier mal alles an. Genau, ich würde sagen, ich zeige euch einmal unseren Collaboration Hub im 2. Stock. Das hört sich ja schon mal fett an. Johanna, wir folgen dir einfach mal, Christopher und ich. Genau, wir laufen jetzt einmal durch unser Mitarbeitendenrestaurant hindurch. Mhm. Und auf dem Weg dahin kommen wir einmal an unserer riesigen Projektionsfläche entlang. Dort werden manchmal Neuigkeiten gezeigt oder Eindrücke von zum Beispiel aktuell unserem Eröffnungsevent.
Hier ist auch noch ein riesengroßer Bildschirm. Da läuft gerade was vom Hamburger Hafen. Finde ich ja auch sehr gemütlich. Warum ist es eigentlich auch alles so hoch, so weit? Ich meine, ich mag das ja. Ne? Also es ist alles riesengroß. Da ist jetzt nicht über uns gleich irgendwie die Decke, sondern das geht noch mal weiter 5 Meter nach oben. Dann sind hier Säulen. Es ist sehr großflächig, jeder Bereich, wo man eigentlich so längs geht. Total, ja. Das spiegelt auch wieder die Offenheit, die sozusagen mit dem Campus einhergeht. Und dass sich auch auf einmal wieder viel mehr Leute begegnen, was natürlich auch die Zusammenarbeit und die gegenseitige Inspiration fördert. Und hier zum Beispiel in unserem Restaurant ist tatsächlich nur mittags Essensbetrieb und die restliche Zeit können die 700 Plätze auch für Zusammenarbeit, Zusammensitzen, Brainstorming, Einzelarbeit genutzt werden. Aber das Allerwichtigste, gibt es dann hier auch Käsekuchen? Du bist ein großer Käsekuchen-Fan. Ja, aber hallo. Ja, ich bin sehr oft Käsekuchen unterversorgt. Deswegen also. Da hätten wir Lisa fragen müssen am Anfang. Da hättest du sicherlich was bekommen. Mit Lisa verstehe ich mich gut. Da gehe ich nachher nochmal zurück dann. Wir wandern durch das lange Restaurant. Wie viele Mitarbeitende gibt es hier bei Beiersdorf? Hier an diesem Standort sind wir jetzt 3000 Mitarbeitende, nachdem 2 Werke vereint wurden. Und insgesamt am Campus stehen 3200 Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung. Cool, und 2 habe ich schon kennengelernt, Lisa und dich. Super. Hier ein Blick in die Küche, die ist sehr sauber. Da ist nämlich gerade die Schiebetür aufgegangen, automatisch wohlgemerkt. Und hier links, das gefällt mir auch besonders gut, sehen wir unsere Echtpflanzenwand. Und das ist so ein neuer Trend. Ja. Komm, wir müssen noch irgendwo was Grünes reinmachen, so ein paar Quadratmeter. Und das macht man dann jetzt immer, dass das so an der Seite irgendwo steht, meistens bei so einem repräsentativen Raum. Warum ist das so? Ich meine, man könnte jetzt ja auch beim Büro so was Grünes noch dran machen. Total. Und das sind vor allem auch Echtpflanzen, will ich nur noch einmal betonen. Ja. Das sind keine Plastikpflanzen. Es schafft einfach eine total angenehme Atmosphäre. Man fühlt sich gleich wohler. Und Pflanzen sorgen doch auch für gute Laune. Ich als Hobbygärtner möchte ja dann auch immer gucken und ständig auch immer gießen, dass da alles mit funktioniert. Ne? Und wie macht man das eigentlich? Ja, so längs stehende Pflanzen gießen. Muss da einer mal mit so einer Leiter hoch und die bestäuben? Das habe ich mich vor kurzem tatsächlich auch gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Bewässerungssystem im Hintergrund gibt. Clever. Auch bei Chibo gibt es Pflanzen, die hängen jetzt noch nicht an der Wand, die stehen noch in Blumentöpfen. Aber da gibt es auch ein sehr leckeres Restaurant, da habe ich schon ein paar Mal gegessen. Das ist richtig. Wir haben auch ein ganz, ganz tolles Mitarbeiterrestaurant und natürlich auch eine Cafeteria mit einer Barista-Station und auch noch viele weitere Annehmlichkeiten. Aber zunächst einmal möchte ich sagen, wie beeindruckend ich diesen neuen Campus hier bei Beiersdorf finde. Es ist wirklich ganz, ganz toll geworden und auch super inspirierend. Ich glaube, Beiersdorf hat damit schon auch neue Maßstäbe gesetzt. Und ja, Chibo kann sich da bestimmt was auch für die Weiterentwicklung in Zukunft abgucken. Aber so ganz hinterm Berg halten müssen wir mit unseren Arbeitswelten tatsächlich nicht. Neben der tollen Kantine, die bei uns Mitarbeiterrestaurant heißt, haben wir auch ein Freizeitzentrum, wo man nach der Arbeit gemeinsam auf ein Feierabendbierchen sich treffen kann oder auch ein ganz, ganz tolles, umfangreiches Sportangebot. Da joggen dann alle Mitarbeiter mit dir rum, ne? Ja, oder sie sitzen auf Spinningrädern oder sind im Kraftraum oder machen von Aerobic bis Zumba. Die Sportkurse in unserer Sporthalle, da ist schon einiges geboten. Und wer möchte, kann sogar auch ins Schwimmbad ein paar Baden ziehen. Also da ist ein großes Angebot vorhanden. Cool, das Chibo-Schwimmbad, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Ja. Wo ist das Schwimmbad bei euch, Johanna? Ein Schwimmbad haben wir noch nicht, aber dafür ein Yoga-Deck. Das ist aktuell noch nicht in Benutzung, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Den herabschauenden Hund demnächst dann auch während der Arbeit. Jetzt haben wir wieder Fahrstuhl wahrscheinlich, ne? Genau. Aus dem Fahrstuhl raus, direkt zur nächsten Kaffeeküche. Hier schon wieder eine. Ja, wir sind hier gut versorgt mit Kaffee. Jetzt sind wir auf unserer Kollaborationsfläche. Sind das so riesengroße Touchscreens hier? Also hier sind ganz viele Flatscreens und da kann man auch so drauf touchen und sowas drauf malen, oder? Genau, wir haben überall an relativ vielen Wänden Surface Hubs, die genutzt werden können für Videokonferenzen oder als Whiteboard. Und auf dieser Kollaborationsfläche haben wir 4000 Quadratmeter, die den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen für kreative Arbeit, Austausch. Und auch das ist für mich New Work, dass man praktisch jeden Tag zur Arbeit kommen kann und selbst bestimmen kann, wie möchte ich heute eigentlich arbeiten? Brauche ich heute Ruhe? Arbeite ich heute mit einem Team zusammen? Sind wir eher kreativ unterwegs? Haben wir eher ein ganz normales Meeting? Und für all diese unterschiedlichen Anlässe stehen hier Räume zur Verfügung. Und auch lustige Sitzgelegenheiten, das sind hier so kleine, runde Hocker, die alle so gebogen sind. Sind die so fest integriert? Oder damit wackelt man so hin und her. Also man kann gar nicht gerade und still sitzen, sondern man muss hier so ein bisschen wie auf dem Kinderspielplatz so hin und her wackeln. Ist das jetzt für die Po-Muskulatur oder soll ich jetzt hier auch wirklich mein Notebook noch auf meinen Schoß nehmen, während ich hier so hin und her schaukel?
Hier würde ich zum Beispiel empfehlen, einen lockeren Austausch zu haben. Wenn du mit deinem Laptop unterwegs bist, dann gibt es natürlich Meetingräume mit Tischen. Und hier haben wir tatsächlich eine riesige Liegefläche. Das ist wie eine Art überdimensioniertes Sofa. Oh ja, das ist ja hervorragend. Das ist also wirklich sehr groß, sehr bequem und sehr, sehr orange. Und wie groß ist das? Das sind ja 5 Sofas zusammen. Oder ist der Plural von Sofa Sofen oder Sophie? Also auf jeden Fall richtig viel. Und also da muss ich natürlich rauf. Shoes off. Ja. Ah ja. Pants optional. Okay. Ja, ich gehe jetzt mal einfach. Das hat bisher noch niemand wörtlich genommen, aber ja. Mal gucken. Kann ja noch werden. Kleiner Gag auf der Fußmatte davor, wenn man noch die Schuhe abstreifen möchte. So, ich gehe mal bitte aufs Sofa. Kommt doch einfach mal mit. Dann können wir hier weiter plauschen. Das ist richtig schön bequem. Es hat auch 2 Ebenen. Das ist so auch angeschrägt auf der einen Seite und auf der anderen auch. Also man muss sich das wie so eine Wippe vorstellen. Das heißt, dann können wir jetzt hier in die Mitte gehen und uns bei der leichten Anhöhe richtig schön hinsetzen. Klasse. So, wer hat denn jetzt Löcher in seinen Socken? Ja? Alles gut, okay. Aber niemand hat so schöne pinke Socken wie du. Siehste, ich habe die tatsächlich farblich auf meine Schuhe abgestimmt. Johanna, euer neuer Beiersdorf Campus, der ist offen und lebendig. Das hast du vorhin schon gesagt. Ich habe das auch schon sehr gesehen. Egal, wo wir hingehen, alles riesengroß, habe ich eben schon beschrieben. Es gibt auch einen neu angelegten Park. Ist das da unten, wenn wir jetzt runtergucken, genau der Bereich? Ja, genau. Das ist die Fläche für unserem mitarbeitenden Restaurant. Im Sommer kann man sogar auch draußen essen. Wir haben 200 Essplätze draußen. Und darüber hinaus haben wir in dem Park verschiedene Sitzgelegenheiten, auch Liegestühle. Und es ist wirklich schön bepflanzt mit verschiedenen Blumen und Pflanzen. Es fliegen Schmetterlinge und Bienen um einen herum. Also da kommt fast schon Urlaubsfeeling auf, wenn man da draußen sitzt. Und hier drinnen jetzt die 4000 Quadratmeter Collaboration Hub, damit hier alle gemeinsam und gut arbeiten können, sich perfekt austauschen können. Hier lassen sich sogar auch Wände verschieben. Das ist ja auch so ein neuer Trend. Mach aus einem großen Raum einen kleinen oder teile es immer noch mal weiter ab. Das heißt ja aber auch, dass immer alles letztendlich, auch wenn ein paar Schiebewände davor sind, es doch sehr offen ist und man hört auch immer die anderen, die hinter dieser Schiebewand dann gerade stehen und mieten. Stört das nicht? Das Spannende bei uns auf dem Campus ist, dass man einfach verschiedene Möglichkeiten hat. Wo wir gerade sind, ist in der Tat eine etwas offenere Fläche. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz klassische Meetingräume, hinter denen man auch mal eine Tür zumachen kann, wenn es um vertraulichere Gespräche geht. Oder auch für die Einzelarbeit haben wir etwas, das nennen wir Office for a Day, wo man sozusagen wirklich einmal ganz ungestört für sich arbeiten kann. Für Telefongespräche haben wir auch Telefonboxen und Meetingräume in ganz unterschiedlichen Größen. Aber sag nochmal, wenn jetzt hier die Wände so vorgeschoben sind und dann Leute miteinander reden, das passt schon. Also das Gemurmel im Hintergrund, das ist eben New Work. Man soll die anderen hören, man soll sich nicht mehr so abkapseln und jetzt so in der Käseglocke abgeschlossen sein. Ja, das kann sich ja auch untereinander befruchten, wenn man einfach mehr mitbekommt, woran die anderen gerade arbeiten, was dort irgendwie Themen sind. Ich finde auch dadurch, durch das offene Bürokonzept, läuft man viel öfter auch zufällig mal jemandem über den Weg. Und über die Gespräche, die dann da manchmal entstehen, kommt man total voran in seiner eigenen Arbeit oder kriegt einen neuen Impuls rein. Und das ist genau der Effekt, den wir bewirken wollen mit dem neuen Campus, dass mehr Austausch stattfindet, mehr Inspiration und mehr Zusammenarbeit. Hier übrigens bei diesem Riesensofa sind auch überall noch Pflanzen, die da so rumgehen. Also man hat auch die Natur hier noch wieder ein bisschen integriert. Jetzt sind wir auf diesem super großen, bequemen Sofa. Deswegen ist Christopher jetzt auch schon eingeschlafen hier. Noch nicht. Muss ich mal kurz wecken wieder. Aber es ist wirklich sehr gemütlich. Ja, ich finde es vor allem auch toll, weil es hat so ein bisschen so einen Hüpfburg-Charakter. Ja. Hier gibt es diese Wellen überall, ne? Wie als wenn hier so Luft reingelassen wurde. Aber das ist hier halt einfach ganz normales, schönes, bequemes Sitzmaterial. Ja. Ja, wenn ich euch wieder aufwecken soll, wir haben da hinten noch eine Schaukel. Die kann ich euch auch noch zeigen. Ja, du hast mich sofort überzeugt. Auf zur Schaukel. So. Dann ziehen wir unsere Schuhe wieder an. Ah, da können wir ja sogar alle drei rauf. Das ist eine große Schaukel. Jawohl. Aktuell sehen wir jetzt vor uns, wenn wir rausschauen, noch etwas Baustelle. Aber hier wird zukünftig auch der Garten noch etwas erweitert. Und dann können wir hier wunderbar schaukeln und sinnieren über neue Konzepte und neue Ideen. Ja, das sieht dann auch da hinten ganz schön aus, weil da ja auch ganz viele Bäume stehen und das wird wahrscheinlich ja auch noch weiter ein bisschen grüner werden, oder? Ja, genau, das ist der Plan. Das wird auf jeden Fall auch noch Gartenfläche. Hätten meine Kinder bestimmt auch Spaß dran. Ja, aber die würden ein bisschen doller schaukeln auf jeden Fall. Wir sind hier so gerade so im Smooth-Modus irgendwie, ne? Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen jetzt hier, nicht beim Videomeeting, aber bei so einem Telefonmeeting, dass ich mich hier auf die Schaukel setze und dabei halt ein cooles Gespräch führe, ein Meeting mache. Das ist echt bequem. Ja, total. Oder auch für ein Treffen in Person. Das hier ist nämlich unser Playground, der auch inspirieren soll zu etwas spielerischer Zusammenarbeit. Ich werde die Bauklötze das nächste Mal mitbringen, Johanna.
Der Beiersdorf-Vorstand Vincent Warnery, der hat gesagt, inspirierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die Grundlage für den Erfolg unseres Unternehmens. Ist nun also der neue Campus ein Ort der Inspiration, Johanna? Ja, auf jeden Fall. Das ist praktisch das Grundkonzept hinter den verschiedenen Flächen, die wir hier haben, die die verschiedensten Möglichkeiten bieten, um sozusagen entscheiden zu können, was jeweils die passende Arbeitsumgebung für die jeweilige Aufgabe sind. Geht es also zum Beispiel um Zusammenarbeit, um kreative Arbeit, wären wir hier richtig oder eben auch drüben in der Fläche under construction. Dann haben wir Meetingräume auch mit verschiedenen Wandfarben, die sich unterschiedlich anfühlen. Manche Meetingräume eher sehr klassisch, mit sehr viel Video ausgestattet. Andere Meetingräume eher mit runden Tischen oder Sesseln. Das heißt, hier ist auf jeden Fall sehr viel Fläche für die unterschiedlichsten Arten von Zusammenarbeit da. Und gleichzeitig eben auch dieser Gedanke, dass es viel weniger Wände oder abgetrennte Türen gibt, sodass man sich einfach auch viel mehr untereinander vernetzt und die Teams viel mehr voneinander mitbekommen und dadurch eben auch Silos ein kleines bisschen runtergebrochen werden. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich voll auf Farben stehe. Und das finde ich immer sehr sympathisch, wenn hier die Wände eben auch alle noch so in anderen Tönen gehalten sind. Das macht es nicht so langweilig, wenn das Büro immer nur grau aussieht. Muss Chibo da auch noch ein bisschen mehr tun, Christopher? Ich kenne jetzt ja auch euer Hauptquartier. Wo sind da die Schaukeln? Ja, also die Schaukel, die musst du bei uns tatsächlich suchen und wirst auch, glaube ich, keine finden. Aber das ist alles sehr beeindruckend hier bei Beiersdorf und da können wir uns, glaube ich, für die Weiterentwicklung auch unserer Arbeitswelten einiges von abschauen. Aber wir arbeiten auch schon seit einigen Jahren mit flexiblen Arbeitswelten und setzen da auch sehr stark auf Kollaboration, offene Raumkonzepte und Zusammenarbeit. Klasse, jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob ihr überhaupt so lange schaukeln könnt. Manchmal wird es schlecht oder nur mit der Fahrtrichtung fahren und so weiter. Alles gut bei euch? Ja? Wunderbar, bislang okay. Geht's noch. Alles bestens. Super, aber dann steigen wir doch mal ab. Jetzt müssen wir das synchron machen. Achtung, und jetzt. So, sehr schön. Wir haben den Absprung geschafft. Man kann sich auch einschaukeln. Perfekt. Ich zeige euch mal noch die nächsten Räume. Wir laufen jetzt hier vorbei an ein paar Meetingräumen. Ah, da sieht man auch digitale Anzeigen, auch direkt gleich dran, wie lange dieser Meetingraum dann geblockt ist. Das kann man dann hier alles einstellen. Genau, das ist ziemlich praktisch, weil man manchmal auch einfach spontan auf der Suche nach einem Raum vorbeilaufen kann und direkt einen Raum live sozusagen buchen kann und nicht erstmal noch im Laptop in Outlook sozusagen nachschauen muss. Ich kenne das auch so von Messen oder auch von Workshops, dann sieht man ja auch genau, was ist da alles geplant an dem Tag in dem Meetingraum und hier sieht man auch gleich schon die Nachfolgeveranstaltung. Also es ist auch gut getimed, es geht nämlich direkt hier nahtlos über. Genau. Dann laufen wir jetzt hier einmal vorbei an unserer Stage. Das ist wie ein kleines Mini-Kolosseum sozusagen. Sieht auch richtig gut aus. Da ist so eine schöne Holztribüne. Da sitzen dann auch gleich mehrere Leute. Kann man bis nach oben hin schön sich auch einen Platz fast an der Decke da aussuchen. Genau. Und diese Fläche kann flexibel genutzt werden von Teams oder auch für kleinere Veranstaltungen und Präsentationen. Johanna, es gibt jetzt viele Meetingräume, kleine, große, offene Büroflächen, kleine Kabinen auf dem ganzen Campus hier und auch so Chill-Ecken. Also wirklich sehr schön. Aber die Mitarbeitenden, die haben keinen festen Schreibtisch mehr. Also ich persönlich stehe da ja nicht so drauf. Ich brauche da so jetzt keine Bilder von der Family, Kuscheltiere oder irgendwelche Anti-Stress-Bällchen, die da rumkullern. Aber trotzdem sehne ich mich doch beim Arbeiten an so einen festen Platz, wo ich weiß, da gehe ich hin, da habe ich meine persönliche Unordnung. Haben das alle Mitarbeitenden hier auch gleich so eingesehen, dass es jetzt eben keinen festen Platz mehr gibt? Ja, also wir haben nach wie vor für unsere Teams feste Teamnachbarschaften. So nennen wir das. Das heißt, jedes Team hat prinzipiell ein Zuhause. Und innerhalb der Teams teilt sich das eigentlich meistens ganz gut auf zwischen den Tischen. Aber Christopher, ihr macht das nun ja schon einige Jahre. Was sind da eure Erfahrungen? Ja, das stimmt. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit diesen modernen Raumkonzepten und auch Arbeitsplatzkonzepten. Unserer Erfahrung nach gibt es da auch keine One-Fits-All-Lösung, sondern die konkreten Ausgestaltungen, die hängen ganz stark von den Teams und auch von den Bereichen bei uns ab. Wichtig dabei ist, dass man die Ways of Working der jeweiligen Teams, aber auch die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei berücksichtigt und in das Gesamtkonzept mit einfließen lässt. Das ist aus unserer Erfahrung heraus denn auch ein Erfolgsfaktor. Ja, die Bedürfnisse der Teams wurden bei uns auch stark einbezogen in die Planung vom Campus. Wir hatten mit sogenannten COCOs, das sind Co-Kreatoren und Kommunikatoren, gearbeitet, sozusagen Vertreter aus den einzelnen Teams, die jeweils geholfen haben, sozusagen die Bedürfnisse zu vertreten gegenüber der Campusplanung. Insofern ist jede Teamnachbarschaft ein kleines bisschen anders ausgestaltet, um die Bedürfnisse der Teams zu treffen. Und ich würde sagen, ich zeige euch einmal, wie so eine Teamnachbarschaft aussieht.
Klasse, das gehen wir jetzt als nächstes mal hin. Ich habe nur noch eine Frage. Ich komme noch mal zurück zu diesem, jeder hat jetzt keinen festen Platz mehr. Gibt es dann auch welche, die sich trotzdem ihr Revier markieren, da das Handtuch hinlegen, schon mal besetzen für den nächsten Tag und sagen, Edgy-Badge, ich bin jetzt am nächsten hier am großen Sofa und an der Schaukel dran. Wir haben tatsächlich eine Clean-Desk-Policy. Das heißt, am Ende jedes Arbeitstages räumt man seinen Schreibtisch frei und hinterlässt ihn sauber, dass jeder andere ihn sozusagen auch nutzen kann. Das heißt, nein, man kann sich hier keinen Tisch reservieren. Also bei uns gibt es diese Clean Desk Policy auch, aber tatsächlich kann man hin und wieder so eine Verhaltensweise schon auch noch beobachten bei uns. Und die Kollegen und Kolleginnen aus der... Ich wäre so einer. Ja. Das ist, glaube ich, auch nur menschlich. Die Kolleginnen und Kollegen aus der IT, die haben das sehr humorvoll aufgegriffen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Einzug in die neuen Bürowelten ein Handtuch geschenkt, welches dann auch sozusagen zur Platzreservierung genutzt werden darf. Aus der Chibo-Themenwelt, die Reservierungshandtücher für den Strand oder auch fürs Büro. Können wir gleich eine Phase draus machen. Ich habe wieder hier Ideen geliefert, sehr gut. Wir machen an dieser Stelle einen Stopp. Wir schauen uns weitere sehr inspirierende und auch richtig kreative neue Büromöglichkeiten an. In der nächsten Folge nämlich von 5 Tassen täglich. Erstmal für den Moment vielen Dank, Johanna und Christopher. Danke dir, hat Spaß gemacht. Danke, Ralf. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und wir teasern schon mal so ein bisschen auf die nächste Folge. Was erwartet uns denn nämlich gleich, was ihr in der nächsten Podcast-Folge hören könnt? Ich werde euch auf jeden Fall noch eine Teamnachbarschaft zeigen. Und ich glaube, wir werden zum Thema New Work noch allgemein ein kleines bisschen reden. Denn da haben wir noch lange nicht alles zugesagt, was gesagt werden kann. Falls ihr Studierende oder Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen seid und nun Lust bekommt, bei Chibo, Tesa oder Beiersdorf zu arbeiten, ja, und dann auch auf jeden Fall mehr erfahren wollt, dann meldet euch gerne zum Open House Day auf dem Beiersdorf Campus am 16. November an. Ab 16 Uhr geht's los. Ja, den Link zur Anmeldung, den findet ihr dann auch im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Einfach mal in die Shownotes klicken. Dann jetzt noch eine Tasse Kaffee trinken. Wir gönnen uns auch eine kurze Verschnaufpause. Dann latschen wir hier weiter durch den neuen Beiersdorf Campus. Und das hören wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. 5 Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.